Das Zack ist für mich auf jeden Fall ein Ort, an dem Leute zusammenkommen, also aus verschiedenen Bereichen, und das ja auch so eine Art Wohnzimmer ist, wo man sich irgendwie zu Hause fühlt, was jetzt nicht einfach ja irgendeine anonyme Halle ist, wo man jetzt nur so als Konsument hingeht, sondern wo man auch Möglichkeiten hat, sich einzubringen. Genau, was einfach so ein Ort der Vernetzung ist. Es ist Kultur, künstlerische Entfaltung und Platz für jeden. Also auf jeden Fall ein offener Ort, der vielen Leuten zur Verfügung steht und sich mit einem ganz breiten Spektrum an Kultur beschäftigt, also von Literatur über Musik, über Partys und natürlich auch politische Veranstaltungen. Im November bringt sie eher das neue Album raus, also macht riesengroßen Applaus, rastet richtig aus für Fidel Castro! Kulturzentrum, ne, das ist es ja auch. Und dann würde ich es erklären als eine, ja, was würde ich sagen, eine Stätte, wo es einfach immer Spaß macht hinzugehen, sei es Konzerte, sei es Literatur. Man ist immer gut aufgehoben. Es ist für alle Altersgruppen, was schon mal sehr gut ist. Ich würde es halt immer sehr gut weiterempfehlen. Engagement gegen rechts, wie die aktuelle Lage in der Neonazi-Szene ist, aber auch irgendwie kritischen Blick auf Gesellschaftsstrukturen. Also es gibt ja zum Teil Workshops für Jugendliche oder so, oder jetzt auch im Rahmen vom Edelweiß-Piraten-Festival gibt es Möglichkeiten, einfach dazu zu kommen, in die Planung einzusteigen. Man kann eigene Ideen einbringen. Es gibt für jeden Bereich Ansprechpartner, mit denen man sprechen kann, überlegen kann, was kann man machen. Um mal so richtig schön abzupöbeln. Ich sage, wir sind nicht das Sozialamt der Welt. Die Deutschen kommen zu Hunderttausenden zu uns. Und wir nehmen sie auch noch alle auf, ohne zu wissen, worauf wir uns da einlassen. Vor allem im Poetry Slam und Literaturbereich. Also ich bin ja eigentlich durch den ganzen Poetry Slam ans Zack gelangt quasi. Und halt durch das EPI-Festival und so. Also das, was ich mitkriege, sind natürlich es viele auch so kleinere Veranstaltungen, wo es halt um es gibt ja sowas wie Blockadetraining oder auch einfach Gespräche, wie geht's mit Amerika weiter, was macht Trump gerade. Das ist natürlich alles sehr linksorientiert und viel Diskussion und sonst halt beispielsweise natürlich das EPI-Festival, wo man halt gegen rechts klar ein Zeichen setzt. Auch das Fuck-AfD-Festival, was wir dieses Jahr auch hatten. Also ich finde natürlich aktuell gerade dieses Sprechen, wie man richtig gegen rechte Argumente spricht und wie man mit sowas umgehen kann, wichtig, weil eben medial und in der gesamten Öffentlichkeit gerade viel Rechtspopulistisches passiert. Und man muss sich damit beschäftigen, wie man damit umgehen kann. Im Rahmen des Festivals kann man noch gucken, dass man den politischen Charakter noch mehr in den Vordergrund stellt. Also was wir immer versuchen, ist halt auch Geflüchtete mit einzubinden. Tatsächlich finde ich eigentlich, dass es alles sehr gut abgedeckt ist. Ich finde, es hatte noch so ein bisschen diese Feminismus- und Sexismus-Sachen so ein bisschen gefehlt. Aber jetzt haben wir auch im Januar einen Poetry Slam, wo es halt das Kernthema eigentlich auch Feminismus ist. Und das finde ich ganz gut, dass das jetzt auch aufgegriffen wurde. Dinge, die mir persönlich auf jeden Fall sehr am Herzen liegen, sind ja, Antifaschismus allgemein, dass man eben dem Rechtsruck, der ja leider sich zurzeit vollzieht, was entgegensetzt. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Thema, wo man eigentlich nicht zu viel machen kann. Das würde ich auf jeden Fall gerne noch stärker sehen. Genau, und auch so Jugendarbeit, finde ich, ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt, wo man dann auch wieder verschiedene Themen bearbeiten kann. Was ich manchmal glaube, ist, dass man noch ein bisschen mehr noch darauf achten sollte, auch jüngere Leute noch mehr anzusprechen. Also zum Beispiel durch Partyreihen, da habe ich schon manchmal den Eindruck, dass das eher auch sich an ein älteres Publikum richtet.